sich Videos im Netz anzusehen, kommt man am Flash Player aus dem Hause Adobe nicht vorbei. Nach der Installation kann man sich dann ohne Probleme die gewünschten Clips ansehen. Etwas anders sieht die Situation aus, wenn man Inhalte, die vom Flash Player dargestellt werden, als Bild speichern möchte. Normalerweise können eingebettete Bilder bequem per Kontextmenü auf die Festplatte gespeichert werden. Bei Flash wird man über diesen Weg keinen Erfolg haben, weil ein entsprechender Befehl weder im Videofenster noch bei anderen Flash-Inhalten angeboten wird. Um die ausgewählten Motive dennoch herunterzuladen, gibt es mehr oder weniger komfortable Lösungen. Der einfachste Weg führt dabei über die Drucktaste auf der Tastatur. Damit kann man vom aktuellen Bildschirminhalt einen Screenshot anfertigen, das über die Zwischenablage in ein Programm eingefügt werden kann. Wer Windows 7 oder Vista besitzt, kann auf das integrierte Screenshot-Tool zurückgreifen. Damit kann man nicht nur den kompletten Desktop, sondern auch bestimmte Ausschnitte abfotografieren und nach einer kleinen Bearbeitung direkt abspeichern. Alternativ kann man auch mit Browser-Erweiterungen wie Fireshot arbeiten. Mit diesen Helfern kann man schnell und unkompliziert ganze Webseiten oder ausgesuchte Teilbereiche als Bild auf die Festplatte holen. Etwas umständlicher ist die Methode, die komplette Seite über den Browser als Offline-Datei abzulegen und dann die Bilder zu kopieren. Wie man sieht, gibt es einige Wege, um Flash-Inhalte in Form von Bildern zu speichern.